Gerne. Dann müssten wir jetzt haben einen Herrn Bönselmann von der Firma HDT. Hoffe ich, dass der schon dabei ist und sich jetzt meldet. Audio rein, Video starten. Shalom, guten Morgen. Da ist er auch. Hallo Christopher. Zu zweit sind wir heute Morgen. Bitte? Ja, sollen wir uns erst kurz vorstellen? Ich denke, das macht Sinn und dann könntet ihr ja auch mit eurer Präsentation auch direkt beginnen. Okay, also mein Name ist Daniel Dönsemann-Theil, ich bin Projektkoordinator. Neben mir sitzt mein Bruder Christopher. Er ist zuständig für die Planung und für den Verkaufsinnendienst. Wir sind die Söhne der Geschäftsführer von HDT Anlagenbau, Heinrich Dönsemann-Theile, HDT. Daher kommt das. Wir stellen nachhaltige Lüftungssysteme für Produktion, Prozesse und Wellness her, wobei wir mit der Produktion auch die Tierproduktion meinen natürlich. Weil daraus sind wir entstanden, dort sind unsere Wurzeln. Und wir liefern die effizientesten Ventilatoren, eigene Regelungen, kein Zukauf. Und wir betreiben unsere Anlagen hauptsächlich mit unseren eigenen Wärmerückgewinnungseinheiten, dem Vortex Flow Wirbelstrom-Wärmetauscher. Bevor wir aber direkt einsteigen und loslegen, habe ich eine Frage, die ihr gerne im Chat beantworten könnt. Das geht ganz schnell und ist auch nur ganz kurz. Es sind nur zwei Buchstaben. Wer von euch kennt das System der Rückgewinnung von Wärmeenergie aus der Abluft von Ställen? Und falls es jemand kennt, bitte mit Ja im Chat eintragen, wenn ihr Lust habt. Ich sehe nichts. Vielleicht sind A, okay. Ja, okay. Einer bis jetzt. Von Sind wie nicht ganz viele, von 52? 52, glaube ich. Da sind wir schon mal bei 2%. Schön. Okay, das sind auch nicht allzu viele, aber das ist auch kein Wunder, denn vermutlich wurde hier falsch beraten oder anders beraten, vielleicht aus Unwissenheit oder aus Konkurrenzangst, denn Landwirte mit Rückgewinnung machen denen ohne in Sachen Wirtschaftlichkeit und Tiergesundheit natürlich hohe Konkurrenz. Deshalb möchte ich, bevor wir auf die Technik eingehen, zunächst mit wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Angaben umwerfen. Und zwar haben wir Zahlen von der Interpick von 2019 und 2020. Von 2019 haben wir sogar eine Tabelle, jetzt nicht hier vorliegen in unserer Präsentation, aber die können wir gerne im Nachgang nachliefern. Und von 2020 in Textform aus der SUS, wobei hier nur wichtig ist, dass die Zahlen in den letzten Jahren bereits wieder gestiegen sind. Mutmaßlich wie jedes Jahr. Die Produktionskosten pro Kilo Schlachtgewicht, steht es hier, waren 2019 1,54 €. Ich weiß nicht, ob das jemand verifizieren kann, ganz genau. Im letzten Jahr bereits 1,60 €. Wir schaffen es mit unserem System, diese Gesamtkosten um ungefähr 20% zu verringern. Ein Beispiel: ein Tausender Maststall, 1000 Tiere, das sind irgendwie dreifache Umsetzung im Jahr. Okay. Das wären 3000 Tiere mal ungefähr 90, 96 Kilo Schlachtgewicht. Das sind 288.000 Kilo mal 1,60 €. Dann sind wir bei 460.800 € Gesamtproduktionskosten. Wenn wir die Kosten um 20% senken, sind wir bei 368.640. Ziemlich genau. Also eine Ersparnis von 92.160 €, also rund 90.000 € für einen Tausender Maststall, diese Zahl kann man sich merken. Und die Systemkosten für einen Umbau, jetzt kein Neubau, sondern einen Umbau, liegen so bei uns zwischen 60.000 und 80.000 €, damit ihr ein vernünftiges Wärmerückgewinnungssystem mit Regelung drin habt. Also hat sich das System innerhalb von ungefähr einem Jahr bezahlt gemacht. Und ihr produziert damit im Prinzip immer günstiger als der Nachbar. Und deswegen macht es auch wenig die Runde unter den Landwirten, ist ja ganz klar. Ja, das waren erstmal die Das Zahlen. machen wir am Schluss. Ne? Okay, ich stelle erstmal ganz kurz unseren Betrieb so ein bisschen vor. Wir haben hier so eine kleine Präsentation, die gerade nicht auf Mauseingabe reagiert. Da kommt sie. Wir kommen aus Diepholz. Das ist unser Betrieb. Wir haben uns halt schwerpunktmäßig, halt schon erwähnt, auf die Agrarklimaentwicklung. Guck mal, ob ich das schon machen kann. So, aber auf die Agrarklimaentwicklung.
Nee, kann ich nicht. Irgendwo spezialisiert. Dementsprechend haben wir uns da verschiedene Systeme ausgedacht, die wir mehr und mehr jetzt einsetzen. Also wir sind einer der wenigen am Markt, sage ich mal, die sich wirklich schon vor jetzt mittlerweile schon Jahrzehnten auf die Systemintegration von Wärmerückgewinnungssystemen in der Agrarwirtschaft versucht hat zu konzentrieren. Deswegen war das tatsächlich immer eines unserer Steckenpferde, wo wir uns auch nie haben irgendwie versucht, irgendwie da in die Karten da irgendwie reinzugucken zu lassen und auch irgendwie nie versucht haben, uns da die Strategie ausreden zu lassen. Nochmal erst irgendwie zu unserem Betrieb vielleicht so ein bisschen. Wie gesagt, wir sind ein etwas kleinerer Betrieb, haben uns in den letzten Jahren auch mehr und mehr so ein bisschen Richtung Industrielüftungen auch mit den gleichen Produkten umgeschaut, haben aber unseren Schwerpunkt in der Landwirtschaft halt immer noch nicht vergessen und wollen den auch immer noch erhalten, weil wir einfach sehen, dass die Wärmerückgewinnung da eines der sinnvollsten Systeme ist, die man überhaupt einsetzen kann bei der Lüftung von Schweineställen und ich sag mal auch mal ähnlichen Maststellen eventuell sogar noch mit. Was man jetzt hier nur so ein bisschen sieht, sind unsere ersten Gehversuche da irgendwo oder in der Industrie, wobei die Produkte grundsätzlich eigentlich mehr oder weniger gleich aufgebaut sind. Hier einmal nochmal zu uns. Da sieht man mal eine unserer Produktionshallen, wie auch gerade ein paar Wärmetauscher entstehen. Auf der rechten Seite sieht man da schon ein paar halbfertige bis fertige zusammengesetzt. Auf der linken Seite sieht man gerade eher so die Grundkomponenten dann noch einmal aufgebaut werden und das Skelett der Wärmetauscher entstehen. Wir haben bei uns auch eine Elektronikentwicklung mit drin. Also wir versuchen, das Lüftungssystem tatsächlich komplett mit abzudecken. Sowohl die Zulufteinlass- und Auslasselemente und Systeme, als halt auch die komplette Steuerung und Wärmerückgewinnung versuchen wir auf unserer Seite halt komplett auch im Hause mit abzudecken. Dafür haben wir auch einen eigenen Programmierer im Hause, der halt die auf die Wärmerückgewinnungssysteme abgestimmten Lüftungssysteme und Lüftungscontroller dementsprechend dann halt programmiert und auch anpassen kann, wenn da irgendwelche Änderungswünsche oder auch einfach Updates dann irgendwann mal dazukommen. Ja, wir sind mehr oder weniger europaweit tätig, ab und zu auch in Russland. Da sieht man gerade mal eine etwas größere Lieferung, wobei da sogar noch ein paar mehr daneben stehen, die Richtung Russland gingen, weil auch da, obwohl Energie wesentlich günstiger als hier in Deutschland, ist es halt einfach ein System, wo die Leute drüber nachdenken, einfach um die Tiergesundheit und das Stallklima nach oben zu bringen. Also dort ist es tatsächlich nicht irgendwie eine Frage des Geldes, weil die Energie so unfassbar billig ist, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt, sondern da ist es halt einzig und allein die Tiergesundheit, die Futterverwertung und eventuell halt wirklich das allgemeine Klima in den Ställen dann auch nochmal. Ja. Genau, die Zunahme. Es ist natürlich ein System, was, ich sag mal, unheimlich zu einer Verbesserung, einer Abschwächung des Klimawandels beitragen kann. Eventuell sogar Klimaneutralität von einem Schweinestall irgendwann herzustellen, wenn die Heizsysteme anders werden. Eventuell in der Zukunft mit stärkeren Elektroheizgebläsen über Photovoltaik oder. Da können wir uns mannigfaltige Systeme vorstellen, die wirklich echte Klimaneutralität schaffen würde, zumindest auf der Primärenergieheizseite. Das ist natürlich etwas, was wir versuchen auch ein bisschen voranzustoßen, wo wir allerdings auch merken, dass wir da so ein bisschen Alleinkämpfer sind. Ja, wir versuchen halt innovative Ideen umzusetzen, Automatiken viel mit reinzubringen, unsere Regler so zu gestalten, dass der Landwirt so wenig wie möglich wirklich noch selber Hand anlegen muss und so viel Hilfestellung wie möglich bekommt. Das halt insbesondere durch eine gute Übersicht durch eine kostengünstige Einbindung moderner Technik, dass man halt nicht jetzt irgendwie über irgendwelche Zusatzgeräte und Apparate eine mobile Steuerungslösung hat, sondern wir versuchen das häufig über bestehende Software dann irgendwie mit zu integrieren. In diesem Falle jetzt ein TeamViewer, wobei er mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen besser aussieht. Das Bild ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Ja, damit man es mal einmal grundsätzlich gesehen hat, was man so von einer Wärmerückgewinnung erwarten kann. Man sieht das hier vielleicht ein bisschen kompliziert dargestellt, aber im Grunde genommen geht es einfach darum, dass wir die Abwärme so oder so in einem Schweinestall abtransportieren müssen und dementsprechend ist das halt Energie, die uns gratis zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich einen etwas erhöhten Stromverbrauch, einmal für den erhöhten Druckverlust durch den Wärmetauscher, den wir mit in das System reinbringen, wobei wir hier natürlich darauf achten, dass wir einen extrem geringen Gegendruck, insbesondere für allgemeine Luft-Luft-Wärme-Rückgewinnungssysteme haben, denn wir landen irgendwo bei, ich sag mal, 40 bis 80 Pascal Gegendruck, je nachdem, welche Luftraten wir jetzt wirklich da gerade fahren. Was wir dafür erhalten, ist halt einfach mal eine sehr hohe Heizleistung und in der Regel, das ist jetzt schon so, ich sag mal, so die mindeste Menge, die wir irgendwo erwarten,
haben wir, ich sage mal, eine Leistungszahl zwischen 1 zu 85 steht es jetzt hier, aber ich sage meistens immer 1 zu 100 bis 1 zu 150. Soll heißen, wir stellen irgendwo 1 Kilowatt Strom bereit, den wir an irgendeiner Stelle halt zusätzlich verbrauchen. In diesem Falle haben wir jetzt einfach mal Druckverlust Zuluftventilator geschrieben und erhalten auf der anderen Seite eine Wärmeleistung, ich sage mal jetzt wie in diesem Falle von 85 kW bis zu 150 kW. Das kommt natürlich immer stark auf die Temperaturdifferenzen an, die man gerade dann antrifft, denn umso höher die Temperaturdifferenz, umso größer ist halt einfach die Leistung, die der Wärmetauscher liefern kann und dann bekommt man auch entsprechend mehr. Ist natürlich eine Leistungszahl, von der andere Systeme nur träumen können. Ich sage zum Beispiel mal, so eine Wärmepumpe, da rechnet man halt so von 1 zu 4, das muss die haben, damit die halt sich wirklich irgendwie bezahlt macht. Das ist natürlich in einer ganz anderen Größenordnung, als wenn man da jetzt irgendwie 1 zu 150 oder ich sage jetzt mal einfach 1 zu 100 wiedererhalten würde. Ja, das machen wir, indem wir die ganzen Anlagen bei uns bauen. Hier sieht man jetzt einfach mal so ein paar Mitarbeiter, wie die das auch planen, versuchen umzusetzen. Darum geht es jetzt eigentlich mal weniger. Ich wollte noch mal ein bisschen in eine detailliertere Präsentation eben einsteigen. Einen Moment bitte eben. Und dann würde ich gerne noch mal ein System zeigen. So, bumm. Ich hoffe, man sieht es auch noch. Ansonsten irgendwie eben schreien. Wir haben das Mikro nämlich, glaube ich, stumm. Ja, ja. So. Also wie gesagt, wir versuchen das alles zu erreichen. Ich werde hier gleich mal ein bisschen schneller drüber gehen, weil die Präsentation ist sehr lang, deswegen müssen wir da ein bisschen abkürzen. Wir versuchen das einfach zu erreichen, indem wir halbwegs vernünftige, schreibe ich mal ein bisschen rein, Systeme versuchen in den Stall zu bringen. Denn es gibt leider viele Systeme, die, ich sage mal, nicht hundertprozentig geeignet sind, um wirklich ein ordentliches Stallklima hinzubekommen. Das liegt zum einen daran, dass die Landwirte natürlich auch, ich sage mal, angehalten sind, sehr viel Geld zu sparen und da halt auch versuchen, an jeder Stelle irgendwo ein bisschen Geld zu sparen. Es fängt eigentlich damit an, dass, ich sage mal, die Systeme einfach nicht dafür ausgerüstet sind, entsprechende Energie in die Zuluft reinzubekommen, weil das halt einfach einer der größten Kostenpunkte ist, die man irgendwo machen kann. Wir kennen die Systeme im Grunde genommen nur so, dass wir gratis Energie haben und dementsprechend können wir unsere Landwirte, die mit unseren Systemen halt ausgestattet sind, dahingehend ganz anders beraten, als es vielleicht auch bei anderen Lüftungsfirmen der Fall ist. Wenn ich jetzt, ich sag mal, meine 100.000 Kubikmeter, die ich ja irgendwo durch meinen Stall jage, auf der Zulufteingangsseite irgendwie um 10, 20 Grad aufheizen muss, damit ich eine vernünftige Zulufttemperatur hinbekomme, dann ist das eine Aufgabe, die ist einfach viel zu teuer, um die irgendwo mit klassischer Primärenergie dann halt abzudecken. Also ich sage mal mit einer Gasheizung, Konvektorheizung, Warmwasserheizung, die jetzt nicht irgendwie mit Biogas betrieben wird, ist das im Grunde genommen schon nicht zu leisten. Was das aber auch bedeutet, ist halt, dass meine Luft dann kälter ist, wenn die in meine Abteile einströmt, dass sie dadurch halt weniger Wasser abtransportieren kann, dass die dadurch auch weniger Ammoniak abtransportieren und andere Schadgase abtransportieren kann. Das führt halt dazu, dass ich ein schlechteres Stallklima habe, wenn ich eine kältere Zuluft habe, ganz allgemein einfach. Und es führt natürlich gleichermaßen dazu, wenn ich halt meine Luftrate runterdrehe, um nicht so viel heizen zu müssen, um nicht so viel gleichzeitig einströmende Zuluft heizen zu müssen. Wenn ich die dann aufbereiten wollte, drehe ich halt die Temperaturen im Stall immer weiter runter. Das führt dazu, dass ich halt immer geringere Luftraten habe im Winter, wenn es halt ein bisschen knapp wird, dass ich immer höhere Schadgaskonzentration habe in den Abteilen, einfach weil ich eine geringere Luftrate habe und leider auch gleichzeitig, wobei das halt versucht wird, so ein bisschen in Waage zu halten, indem ich die Luftrate runtersetze, habe ich halt häufig auch etwas kältere Abteile, wobei der Punkt halt umgangen wird, indem man wirklich dann die Luftrate so weit runtersetzt, dass die Temperatur einfach steigt, weil die Energie von den Tieren dann ausreicht, um das Abteil dann halt auch selbst aufzuheizen. Das ist allerdings ein Problem, weil ich das Ganze auch umdrehen könnte, wenn ich halt einfach die Wärmerückgewinnung in meinen Stall installiert hätte. Denn dann würde ich die Luftrate im Grunde genommen komplett gratis aufheizen. Wenn man mal das eine kW Ventilationsleistung, die ich dann noch zusätzlich aufbringen muss, ignorieren würde. Man sieht es hier einfach mal ganz schön, das ist jetzt einfach mal die Sättigungskurve vom Wasserdampf bei den verschiedenen Luftfeuchtigkeiten. Wir haben die Luftfeuchtigkeiten hier über die blauen Kurven einfach aufgetragen. Das soll heißen, die unterste ist 20% Luftfeuchtigkeit, die in der Mitte 60 und die ganz oben 100. Das soll einfach mal darstellen, wie schnell bei den verschiedenen Temperaturen und bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten der Wassergehalt des Wassers, ich sag mal, den abnimmt und wie nah die aneinander liegen.
Wenn ich jetzt bei niedrigen Temperaturen bin, man sieht das hier unten, dann sehen die Kurven relativ nah aneinander. Und auf der linken Achse sieht man hier aufgetragen mal die absolute Wassermenge. Und hier sieht man, dass wenn meine Temperatur jetzt, ich sag mal jetzt irgendwo hier bei 5 Grad ist und sie trägt und sie kommt daran ein, dann hat die Luft halt dann einfach nur noch die Möglichkeit, hier bis zu, ich sage jetzt mal grob 5 Gramm Wasser irgendwo aufzunehmen. Aber sobald ich die Luft auch nur ein ganz kleines wenig aufreize, weil einfach hier in diesem Bereich ein exponentielles Wachstum stattfindet von dem möglichen Wassergehalt in einem Kilogramm Luft, sage ich jetzt einfach mal, in diesem Fall hier ein Kubikmeter, kann die Luft halt, sobald ich sie jetzt irgendwo in diesem Bereich hier aufheize, mit jedem Grad gleich deutlich mehr Wasser mitnehmen, im Wasser Ammoniak mitnehmen und andere Schadgase und ist dementsprechend dann einfach deutlich aufnahmefähiger. Das ist halt im Grunde genommen der Punkt, den wir versuchen zu erreichen. Auf der Automatikseite, vielleicht an der Stelle so ein kleines Detail noch, versuchen wir in der Steuerung das auch noch auszugleichen, indem wir die Feuchtigkeit der Zuluft erfassen oder auch die Außenluftfeuchtigkeit und mit der Minimalluftrate zum Beispiel dann einfach reagieren, dass wir bei einer sehr feuchten Luft einfach dann nochmal die Luftrate ein bisschen anheben, um dem auch entgegenzuwirken. Man sieht es hier jetzt vielleicht einfach mal, was wir da versuchen zu erreichen. Auf der linken Seite haben wir jetzt mal einfach ein, ich sag mal, einfacheres System, wo wir dann einfach eine unaufbereitete Luft haben. Man sieht das hier in den Farben, versuchen wir es darzustellen, so ein bisschen, dass die Luft da halt kälter, deutlich kälter reinkommt als auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben dann halt auch eine Temperaturdifferenz zum Raum und das ist natürlich auch immer etwas, was die Tiere merken. Wenn ich in einem Raum sitze bei 20 Grad und ich kriege dann 22 Grad Zuluft jetzt irgendwie um die Nase geblasen, dann fällt mir das persönlich nicht auf. Wenn ich allerdings in dem gleichen Raum sitze und ich kriege jetzt irgendwie 4 Grad kalte Zuluft dann um die Nase geblasen, dann fällt das natürlich auf und ist auch halt wirklich nicht schön. Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl, nicht nur für uns, auch für die Tiere. Und dementsprechend verhalten die sich dann auch so oder werden eventuell sogar krank, weil ich sag mal, wenn es halt ein unangenehmes Klima ist, dann hat es natürlich dann später auch irgendwelche Auswirkungen. Ich gehe mal so ein paar Folien mal so ein bisschen rüber. Ja, so, wir versuchen einfach mal nur so ein paar Dinge anzusprechen, die uns halt häufig in der Praxis auch auffallen. Wir machen Zuluftsysteme, die halt immer auf die Wärmerückgewinnung abgestimmt ist. Deswegen können wir einige Systeme überhaupt schon gar nicht machen, weil wir immer im Grunde genommen einen Zuluftraum brauchen, den wir unterteilen können. Also wir haben eine zentrale Zuluftachse, in der wir die Luft einströmen lassen. Meistens einfach der zentrale Zuluftkanal, in Ausnahmen auch mal der Zentralgang unten, wobei in letzter Zeit tatsächlich hier umgedreht. Ja. Und da drinnen mischen wir die verschiedenen Luftquellen vom Wärmetauscher direkt von außen und aus dem Dachraum, je nachdem, welche Anforderungen wir halt gerade haben und lassen das dann da in die Abteile einströmen. In den Abteilen selber haben wir aber auch immer nochmal Lüftungsöffnungen und Klappenöffnungen, damit wir das dann überhaupt unterteilen können. Dementsprechend ist sowas hier einfach nicht möglich. Ja, wir versuchen dementsprechend manche Systeme halt auch einfach zu vermeiden. Das hat auch Vorteile, denn zum Beispiel hier bei diesen diffusen Deckungslüftungssystemen sieht man es vielleicht ganz gut, wie man hier die Kondensatbildung in dem Lüftungsbereich hat. Man sieht jetzt mal einfach bei diesem Stall das Lüftungssystem nach ein paar wenigen Jahren und man kann sich vielleicht denken, dass wenn jetzt hier auf dieser Trapezdecke, die da direkt unten runter liegt, die Luft dann da durch soll, dass es ja in so einem Zustand nicht mehr so gut funktioniert wie am ersten Tag nach der Installation. Ja, gleiche Problem hat man hier, wenn man die Installation dann irgendwo nicht abdichtet und es können dann an allen Ecken und Enden da irgendwo die Luft frei eintreten und nicht mehr durch das diffuse Deckenlüftungssystem, dann hat man halt auch Probleme, weil die Luft halt nicht mehr da landet, wo sie hin soll oder weil man sehr hohe Kurzschlussanteile hat. Denn wenn der Ventilator, und seht das hier vielleicht auch nochmal, kann ich nochmal zurückgehen, direkt in dem Bereich installiert wird, wo die Luft auch einströmen soll, ja, dann strömt die Luft da natürlich rein, aber man hat eine Kurzschlussreaktion und die Zuluft kommt nicht mehr zum Tier, sondern die Zuluft geht rein und wird direkt wieder abgesorgt und man hat nichts davon, was man irgendwie als hilfreich bezeichnen könnte. Ja, ja, ich gehe da mal ein bisschen schneller drüber. Da hat man jetzt mal Kondensatprobleme. Das ist halt auch einfach immer eine Frage, die man sich stellen muss, ob das halt mit einer Wärmerückgewinnung eventuell zu umgehen ist. Denn Kondensat ist halt auch immer eine Sache. Das hat man wegen kalt einströmender Zuluft und sobald die Zuluft halt etwas wärmer einströmt und man keine Differenzen mehr hat, dann ist es auch wieder vorbei. Ja, das sind alles irgendwelche Lüftungssysteme, die nicht so ganz hervorragend funktionieren.
Müssen wir nicht unbedingt durchgehen. Ich versuche da mal ein bisschen weiter zu gehen, um da zu unserem System noch mal ein bisschen schneller hinzukommen. So. Da haben wir es jetzt mal. So, hier sehen wir mal so ein paar Systeme, die wir gerne einsetzen. Das ist in diesem Falle die einfache Lösung, sage ich mal, eine Kanallösung, ein Schlitzkanalsystem. Die haben wir jetzt auch wieder die Möglichkeit, wie eingangs schon erwähnt, dass wir von der Zentralgangseite als auch von außen die Luft einführen können. Deswegen setzen wir den Kanal unter die Decke, weil wir dann die Möglichkeit haben, mit Abteilaußenklappen direkt die Zuluft einströmen zu lassen und von der anderen Seite dann halt die Zuluft nicht mehr zu entnehmen, womit wir die Luft dann halt den Tieren zukommen lassen können, die sie brauchen. Hier sieht man es mal von innen. Der Gedanke hinter dem System ist, dass wir die Luft halt erst einmal komplett einströmen lassen. Im Grunde genommen ähnlich, aber auch wie bei einer Ventillösung aus dem Dachraum und die Ventile halt unten vom Boden wegziehen, damit sie da erst die Luft da erst überspülen muss und so gesehen eine etwas gleichmäßigere Befüllung des Abteils auch bei großen Abteiltiefen zu erreichen. Naja, es ist schon ein Unterschied, ob man direkt aus dem Dachraum mit den Ventilen geht oder durch den Kanal. Klar, ist halt nur im Grunde genommen die Systemfrage da. Also das ist natürlich dann einmal, wo kriegen wir die Luft jetzt her? Und die andere Sache ist halt, wie gleichmäßig kann man die Luft halt dann einströmen lassen. Das sind so die Systeme, die wir eigentlich bevorzugen. Gerne unten rechts auch eine Futtergang-Lüftung, wenn die Abteile klein genug sind. Das ist halt einfach ein System, was sehr kostengünstig arbeitet. Und solange man, ich sag mal, die Abteile nicht zu groß und zu komplex aufbaut, kann man damit halt auch noch sehr gleichmäßig die Abteile befüllen und dann halt auch belüften. Eins unserer Lieblingssysteme, ganz klare Sache, insbesondere wenn die Abteile größer werden, ist eine Lochplattenzwischendecke, weil man da halt einfach nochmal einen zusätzlichen Luftraum hat, der auch an allen möglichen Ecken und Enden immer einen Puffer darstellen kann, sei es von der Temperatur her oder der Luftfeuchtigkeit. Dann der Lochplattenkanal macht man, wenn man eher auch große Abteile hat, aber mit einem niedrigen Tierbesatz, wo man dann halt nicht, ich sag mal, wirklich an jeder Stelle des Abteils davon ausgehen muss, dass die Tiere dort lang gehen. Sondern wie zum Beispiel im Deckzentrum, wenn man weiß, wo die Sauen stehen, dann macht man eher sowas. Ich möchte kurz was einwerfen. Hier steht im Winter aus dem Dachraum. Das bezieht sich natürlich nicht direkt aus dem Dachraum im Winter, sondern wir gehen erst in den Vorraum, also von dem Dachraum in den Vorraum. Dort wird alles schön gemischt und kommt dann konstituiert in das Abteil rein und nicht kalt aus dem Dachraum raus. Das ist Käse. Ja, also ja, gut. Das ist die Zentralachse, die Befüllung der Zentralachse dann in diesem Fall. Dann gehen wir jetzt ein bisschen rüber, da wollen wir nicht. Wir konzentrieren uns jetzt eher auf die guten Sachen und nicht so auf die schlechten Sachen, aber wir müssen noch ein bisschen vorankommen. Genau. Das ist im Grunde genommen das, was wir halt versuchen immer zu erreichen. Wir haben halt die Tierwärme, wir haben irgendwie einen Wärmeverlust, den wir halt da einfach über das Gebäude haben, über die Lüftungsanlage natürlich insbesondere, aber auch über das Gebäude selber, also über die, ich sag mal, mangelhafte Dämmung in Anführungsstrichen. Da kommt natürlich dann immer oder geht natürlich immer Energie verloren. Hauptsächlich ist es aber die Lüftung, die uns da die Energie wegbringt. Und das versuchen wir halt einfach mit dem Wärmetauscher wieder auszugleichen. Entweder macht man das über eine Heizung oder man macht das über den Wärmetauscher. Es ist natürlich deutlich günstiger, auf lange Sicht gesehen, wenn man das über eine Wärmerückgewinnung macht. Ansonsten bleibt nur die Lüftung runterzudrehen und das ist eher kontraproduktiv. Ja. Und es ist gleichzeitig natürlich auch noch eine unheimliche CO2-Emissionsreduktion und dementsprechend hat einfach eine zielführende Investition in die Zukunft und ein nachhaltiges System. Hier geht es jetzt einfach nur noch mal wieder darum, was erreiche ich damit am Tier? Man hat halt einfach unterschiedliche Thermiken, sage ich mal, je nachdem, wie viele Tiere man da irgendwo hat. Wir erwarten ja, dass die zukünftigen Belegdichten immer geringer und geringer werden. Das bedeutet natürlich auch, dass wir weniger Eintrag über die Tiere dann in die Stelle haben und das muss man natürlich dann auch wieder ausgleichen. Entweder man macht es halt über eine konventionelle Heizung oder man gleicht es dann halt auch wieder über eine Wärmerückgewinnung aus, indem man sagt, gut, ich möchte jetzt hier nicht mehr Energie reinbringen, sondern ich fange jetzt einfach an, die Energie, die ich verliere, dann auch wieder zurückzuholen. Weil es wird halt auch ein Problem, dass die Tiere dann selber mehr dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Druck bei klassischen Systemen ausgesetzt werden, weil sie halt, das sollte hier jetzt dargestellt werden, selber eine geringere Thermik nach oben, ich sag mal, darstellen und mitbringen. Und dadurch kann die kalte Zuluft von oben dann eher an den Tieren dann vorbeidrücken.
das kann man natürlich auch wieder mit einer Wärmerückgewinnung vergleichen. Ja, das ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Grafik. Ja, genau. Hier sieht man das mal, was man tatsächlich für einen Wärmeverlust in den Stallgebäuden hat. Im Grunde genommen sieht man hier nur oben, ist eine ganz einfache Grafik, was man über die Decken, über den Güllekeller und über die Wände verliert. Insbesondere die Güllekeller, da gibt es mittlerweile halt viele, viele Untersuchungen zu, hat sich gezeigt, dass es halt wirklich sehr, sehr, sehr geringe Wärmeverluste sind, die da auftreten. Wendedecken ist klar, ist natürlich eine ganze Menge, aber man muss sich halt keine Illusion machen. Wenn ich jetzt zu Hause anfange, meine Fenster den ganzen Tag auf beiden Seiten meines Wohnzimmers aufzumachen, dann ist das zwar schön, dass ich eine gute Isolierung in meiner Decke und in meinen Wänden habe, aber der große Wärmeverlust findet natürlich darüber statt, dass die Wärme einfach direkt weggelüftet wird. Und dass das eigentlich keine sehr zielführende Strategie ist, um mein Wohnzimmer warm zu halten, das wird einem dann relativ schnell bewusst. Bei einem Schweinestall kommt man da offenbar nicht so schnell drauf. Denn die vernünftige Lösung ist offensichtlich ganz klar, entweder die Fenster zuzumachen, das können wir im Schweinestall nicht, dann müssen wir wohl eine Wärmerückgewinnung installieren, das macht man mittlerweile auch im Wohnbereich, dann sollten wir das wohl auch im Schweinestall mehr und mehr angehen. Ja, hier nochmal ein bisschen zu unserem Wärmerückgewinnungssystem selber. Das ist unser Wärmetauscher. Auf der linken Seite sieht man mal ein bisschen das Modul. Das ist ein Kunststoff-ABS-Modul, etwas gröber ausgearbeitet und etwas glatter ausgearbeitet, als man das aus der Industrie kennt. Aber im Grunde genommen ist es ein Gegenstrom-Wärmetauscher. Wir haben die Formgebung etwas mehr beeinflusst, um da einfach ein Wärmetauschermodul zu erhalten, was halt mit sehr geringen Gegendrücken betrieben werden kann, was trotzdem aber gleichzeitig noch eine sehr gleichmäßige Befüllung aufweist, weil das halt in der Lüftungstechnik auch immer ein Problem ist, dass man, ich sag mal, allgemein etwas gleichmäßig durchspült. Und das zählt natürlich dann auch für das Wärmetauschermodul selber. Und man sieht es hier vielleicht ein bisschen in der Mitte. Wir haben halt eine automatische Wascheinrichtung, sowohl eine Vor- als auch eine Hauptwäsche, mit der wir den Wärmetauscher fast wartungsfrei betreiben können im Schweinestall. Also wir möchten natürlich eine jährliche Wartung, beziehungsweise wir wären darüber ganz erfreut, wenn jeder eine jährliche Wartung machen würde. Findet nicht statt, aber ich sage mal, nichtsdestotrotz sollte der Wärmetauscher so ohne 2, 3 Jahre angucken, trotzdem immer noch ordentlich funktionieren. In der Regel halten sie auch 15 Jahre, 20 Jahre, ohne dass da überhaupt jemals einer irgendwie reinguckt, um zu schauen, ob der dann irgendwie verdreckt ist oder nicht. Da sind wir ganz froh drüber, weil die Wartungsfreude in der Landwirtschaft ist leider immer noch nicht ganz so hoch, wie sie vielleicht sein müsste. Hier vielleicht einfach mal ganz schnell eine Darstellung davon, was wir damit zu erreichen versuchen. Es ist ein bisschen viel, dennoch versuche ich das mal ein bisschen zu erklären. Wir haben ja halt die verschiedenen Luftquellen. Unten in der Tabelle kann man so ein bisschen sehen, was wir da haben. Wir haben einmal die Außenluft, die ist immer kalt. Wir haben die Abluft, die ist immer warm. Dann haben wir Dachraumluft, die ist etwas wärmer als die Außenluft. Vielleicht kurz eingeschoben, das gilt natürlich für kalte Tage und auch für vielleicht etwas kältere Sommernächte. Denn wir sehen das zum Beispiel, dass unser Wärmetauscher auch im Sommer in den Nächten immer in dieses Thema reingeht. Ja, also wir haben die verschiedenen Luftmengen und da entscheiden wir jetzt einfach dann anhand des Wärmebedarfs in den Abteilen, den wir im Grunde genommen nur über den Abteilfühler und die Temperaturkurven, die der Landwirt dann halt einstellt und bereitstellt, abgleichen. Und da sagen wir dann für jedes einzelne Abteil, wo bekommst du die Luft her? Und das machen wir hauptsächlich über die Abteilaußenklappen, die wir in jedes Abteil immer noch mit installieren. Man sieht das jetzt hier unten, dass auf der rechten Seite bei den großen Tieren diese Abteilaußenklappe geöffnet ist, was dazu führt, dass die Zentralachsen automatisch zufallen, während die Abteilaußenklappe bei den kleineren Tieren hier geschlossen ist. Das soll einfach heißen, die großen Tiere bekommen früher die kalte Außenluft, die kleinen Tiere bekommen sie später. Und wenn sie keine kleine Außenluft bekommen, dann ziehen sie sich dann über die zentrale Achse, entweder über den Wärmetauscher oder über den Dachraum oder beides, die Luft in die Abteile rein. Also wir unterscheiden über die Abteilaußenklappen, die halt abteilspezifisch gefahren werden können, ob die Tiere da einen Wärmebedarf haben oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegen sie das über die Abteilaußenklappen. Wenn es der Fall ist, dann kriegen sie es über die zentrale Achse. Und über die zentrale Achse wird halt auch nochmal zusätzlich entschieden, nehmen wir da Wärmetauscherluft, nehmen wir da Dachraumluft gerade rein oder auch im Hochsommer nehmen wir da direkt die Luft von außen rein, dann kriegen natürlich alle Tiere dann einfach die Luft von außen. So.
am Bild, wie es eingesetzt wird. Ja, nochmal ein kurzes Montagebeispiel. Das ist der Neubau. Genau, Wärmetauscher in ein Neubausystem rein, sogar gleich zwei Stück. Und im Anschluss kommt da nochmal ein Filter hinter. Das wollte ich nämlich auch nochmal ganz kurz zeigen. Dann sieht man da nämlich vielleicht auch mal so ein System. Das haben wir dann mal hier. Guck auf die Zeit. Da. Hier sieht man mal einfach einen Pferdestall und Saunstall. Wir haben hier unser Lüftungssystem, wie man es vielleicht erkennen kann. Ich nehme hier mal die Abteile einfach mal eben weg. Ich versuche mal eben einen Schnitt irgendwo anzumachen. Da haben wir ihn doch. Wie man es jetzt hier vielleicht erkennen kann, jetzt habe ich hier das Lüftungssystem ausgeblendet. Egal, wir haben hier unsere Wärmerückgewinnung, wo wir die Abluft von dem zentralen Abluftkanal auch kriegen. Die wird halt aus den Abteilen über eine Unterspaltabsaugung angesaugt. Kann hier mal die Wände wegnehmen, dann sieht man das auch, genau. Weg mit denen, weg mit denen. Wir haben hier halt eine Unterspaltabsaugung, die unten an den Güllekeller angeschlossen ist. Darüber wird die Abluft in den zentralen Abluftkanal gesogen und von hier aus dann halt durch den Wärmetauscher durch und anschließend in den Filter, Abluftfilter dann halt rein. In diesem Stall finden auch tatsächlich Messungen von der Uni Bonn statt. Derzeit, ich weiß nicht, wie das mit Corona jetzt ist, wie oft die Daten ist schon abgeschlossen. Ja. Jetzt erfolgen die Auswertungen und wir hoffen, dass wir Auswertungen in Bezug auf Wärmetauscher in Verbindung mit Filter und der Wirtschaftlichkeit, da kriegen wir Ergebnisse in den nächsten Wochen. Vielleicht kann man da sogar schon mal ein bisschen googeln oder über die Universität, keine Ahnung, Quellen mal gucken. Das ist ein Herr Hauke Degen, der sich dafür verantwortlich zeichnet. Da wollte halt einfach die, ich sag mal, die Vorteile in der Kombination von der Abluftreinigung und Wärmerückgewinnung darstellen. In NRW geht es da natürlich sehr primär darum, dass sie die Abluftfilter ein bisschen pushen. Das versuchen sie halt über die zusätzliche Installation von der Wärmerückgewinnung, wo sie halt sagen, gut, ich installiere mir eine Abluftreinigungsanlage, das sind zwar Mehrkosten, aber auf der anderen Seite kann der Landwirt ja dann auch eine Wärmerückgewinnung installieren und da hat er dann gleich einen Mehrwert durch. Wir sagen natürlich, ja, das lohnt sich anzugucken. Auf der anderen Seite, wenn wir völlig ehrlich sind, muss man natürlich sagen, es lohnt sich vor allen Dingen für den Landwirten, wenn er sich die Wärmerückgewinnung installiert und den Abluftfilter spart. Aber das ist natürlich nicht immer etwas, was man sich da frei aussuchen kann. Ich gehe noch mal ein bisschen nach oben. Von oben sieht man es vielleicht auch noch mal. Vielleicht besser, wenn ich die Transparenz wegnehme. Wo haben wir es? Da. Wir haben hier unseren zentralen Abluftkanal, der halt einfach aus den, hier haben wir es, unter Spaltabsaugungen die Abluft absaugt, dann auf die Zentralachse bringt, dann das Ganze einmal durch die Wärmetauscher durch und hier im Nachgang folgt der Filter eigentlich, der jetzt hier ausgeblendet ist und die Abluft geht oben raus. Und in den Abteilen selber haben wir hier die Abteilzwischendecke, wobei nur die Zuluftzwischendecke, wobei nur der mittlere, hier heller dargestellte Bereich gelocht ist. Und die Luft dann halt durch den gelochten Bereich erst auf den Gang einströmt und dann über die Aufstallung überspült. Die grünen Kanäle sind die Rückführungskanäle der warmen. Genau, die grünen Kanäle sind hier die Rückführung vom Wärmetauscher, der halt an mehreren Stellen in den Zentralgang hier reingeht. Ich versuche da mal reinzukommen. Ja, hier sieht man es dann, dass hier die Wärmetauscherluft auf dem Zentralgang ankommt und davor und dahinter jeweils die Dachraumluft. Damit, wenn beides einströmt, sich das auch gut vermischen kann und man dann nicht jetzt irgendwie ein Abteil mit Wärmetauscherluft hier über die Zuluftöffnungen versorgt und das nächste Abteil nur mit Dachraumluft. So. Und wie man hier dann auch nochmal sehen kann, Abteil Außenklappen. Darüber steuern wir halt jetzt, welches Abteil welche Zuluft bekommt. Wenn man hier die Abteil Außenklappen jetzt aufmachen würde, dann würden hier sitzen die Pendelklappen einfach drin, also frei pendelnde, frei schwingende Klappen, die einfach zufallen, wenn man jetzt keinen Gegendruck mehr hier hat. Und sobald wir hier die Klappen aufmachen, hat man da keinen Gegendruck mehr. Über diese Klappen wird dann halt gesteuert, welche Abteile dann noch die Außenzuluft direkt bekommen, halt über die Außenklappen und welche immer noch über die zentrale Achse. Das ist jetzt ein Nonplusultra-Hightech-Stall. Also noch besser würde es nur noch machen, wenn da jetzt noch ein zentraler Zuluftkanal wäre. In dem Fall ist der Zuluftkanal der Treibgang. Aber dieses System lässt sich im Prinzip in fast jedem Stall nachrüsten mit gewissen Umbaumaßnahmen. Mhm. Ja. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was wir nochmal sagen wollten. Vielleicht nochmal die Punkte kurz aufgezählt. Ja, also die wichtigsten Punkte sind für das Wärmerückgewinnungssystem, dass es einfach Sinn macht. Wenn man ablüftet, dass man dort die Energie wieder zurückgewinnt. Hatte mein Bruder ja schon erwähnt, im Haushalt ist es das Gleiche, warum nicht im Stall. Man hat halt weniger Heizkosten, man hat eine wesentlich höhere Tiergesundheit,
Man hat eine MRSA-Eindämmung, darf man auch nicht vergessen. Wir spritzen, wenn wir überhaupt Antibiotika spritzen, wesentlich weniger, wesentlich weniger. Wir haben eine Reduzierung, eine hohe Reduzierung der Ammoniakbelastung. Es ist ja immer die Rede von 20 ppm. Unsere Ställe haben 5, wenn es hochkommt. Also ich komme regelmäßig in Ställe rein, da, wenn man dann wirklich mal misst, weil die Kunden das auch mal einfach mal gemessen haben wollen, landet man irgendwo bei 2 ppm Ammoniak, vielleicht bei 3 ppm Ammoniak. Und da darf Animal Rights Watch auch gerne einbrechen. So, also diese... Es ist ein auch da können Sie uns schöne Aufnahmen machen, wenn die Tiere dann alle übereinander geschoben werden. Wenn sie übereinander geschoben werden. Aber ja, es ist ein einfaches, wenn man an eine gewisse Stelle reingeht und dort entsprechend Bilder den RTL zukommen lässt. Es ist ein Armutszeugnis. Aber egal, anderes Thema. CO2-Ersparnis, ganz klar. Klimafreundlichkeit, mehr Ertrag durch höhere Zunahmen und ein wesentlich besseres Schlachtergebnis durch gesündere Tiere und ein gesünderes Fleisch. Und was wir gerne noch ansprechen möchten, was wir jahrelang nicht gemacht haben, ist, dass wir ab diesem Jahr unsere Technik jedem zur Verfügung stellen. Das heißt, Mitbewerber können auch bei uns den Vortex Flow Tauscher, also Vortex Flow Wirbelstromtauscher bestellen und ihre Systeme nachrüsten. Und wir stehen dort mit Rat und Tat zur Seite. Und das heißt, wir planen die Integration in Fremdsysteme mit denen zusammen. Wir erarbeiten ein passendes Pflichtenheft für eine fremde Regelung. Und wir stellen zum praktischen Umbau auch die ersten paar Male einen Bauleiter zur Verfügung, damit der Einbau durch die eigenen Monteure auch gut klappt. Natürlich ist das nicht ohne Eigeninteresse. Wir möchten jedoch die funktionierende Wärmerückgewinnung in Ställen verbreiten, sodass es zum Standard wird, damit wir Energie und CO2 sparen und damit wir auch die Ammoniakbelastung in den Ställen runterbringen. Das war es von uns. Sind dazu noch irgendwelche Fragen? Oh, 1, 2, 3, 4 sehe ich gerade. Viermal ja, immerhin. Ja, das ist immer schön. Ja, auf eure Frage haben sich da jetzt 4 gemeldet. Ich sehe sonst im Chat aber keine weitere Frage. Gibt es sonst noch jemand, der jetzt eine Frage an die 2 hat? Dann stelle er sie jetzt. Oder wie heißt das? Und schweige für immer oder so? Gut. Ja, dann herzlichen Dank an euch beide für die Präsentation und diese vielen interessanten Daten und Ergebnisse dazu. Ihr macht ja offensichtlich einiges zusammen mit der Wissenschaft. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Haben wir gerne so gemacht. Jetzt, ach so, ja, rein zufällig ist da noch eine Internetadresse. Es gibt so Zufälle. Wir sind hier lang gekommen. Alles klar. Gut. Eine Frage, okay. Eine Frage, ja. Dann los. Integriert. Das System in den Sommer. Also grundsätzlich haben wir einfach eine Einschalttemperatur für den Wärmetauscher. Oben sind Klappen drin, die einfach sagen, ob ich, also vielleicht mal dazu gesagt, es gibt meistens eine freie Kammer, eine Wärmetauscherkammer, in dem auch das Modul drin ist. Das ist einfach dann ein Stellmotor, der die Klappe oder die Luftführung umstellt. Wenn ich sage, es ist jetzt über, ich sage mal 15 Grad, dann geht einfach gar keine Luft mehr durch das Wärmetauschermodul. Wenn es unter 15 Grad ist, dann geht die gesamte Luft durch das Wärmetauschermodul. Also einfach über die Temperatur, Zuluft oder Außen, meistens in letzter Zeit über die Zulufttemperatur geführt, wird das System komplett rein oder ausgefahren. Und ich sage mal so, also im letzten Sommer, selbst wenn wir irgendwie 25 Grad tagsüber hatten, dann haben wir regelmäßig Nächte gehabt unter 15 Grad und auch da geht der Wärmetauscher sofort in das System rein. Um auch die Schwankungen rauszubringen. Ja, um die Tag-Nacht-Schwankungen auszugleichen. Gut, prima. Noch eine Frage irgendwo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann also nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Und dann hätten wir jetzt in der Liste den Herrn Meyer, wenn der sich jetzt bitte melden würde.